Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie sind auch in Hanau angekommen. Es gibt keinen Grund zur Panik, aber die Lage ist sehr ernst und verändert sich im Moment ständig. Unser oberstes Ziel ist Ihr Schutz. Dazu passen wir im Krisenstab unserer Stadt ständig unsere Strategie an. Wir bitten um Ihre Hilfe, wir brauchen aber auch Ihre Hilfe und wir stehen Ihnen zur Seite. Die wichtigste Maßnahme vorab. Da es zurzeit noch kein Mittel gibt, um den Virus zu bekämpfen, gilt es im Moment für uns alle, den Verlauf zu verlangsamen. Ich rufe Sie daher auf, vermeiden Sie alle unnötigen sozialen Kontakte. Das ist im Moment das einzige Mittel, das wir zur Verfügung haben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nach derzeitigem Stand werden die Krankheitssymptome bei rund 80% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger relativ gering sein. Aber es besteht ein hohes Risiko für ältere Mitmenschen und Risikopatienten mit Vorerkrankungen. Diese können und müssen wir alle schützen. Daher haben wir Schulen und Kindertagesstätten und öffentliche Einrichtungen bis mindestens zum 19. April geschlossen. Daher ist das öffentliche Leben zurzeit so stark eingeschränkt. Meine dringende Bitte ist es daher, bleiben Sie, wenn irgendwie möglich, zu Hause. Vermeiden Sie aber in jedem Fall Kontakt zu anderen Menschen, die nicht in Ihrem Haushalt leben. Und erklären Sie dieses Grundverhalten bitte auch Ihren Kindern. Wir als Brüder Grimmstadt Hanau wollen, so gut es uns möglich ist, unseren Beitrag leisten, diese Krise gemeinsam mit Ihnen zu bewältigen. Wichtig für uns alle ist, dass wir diese Krise nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden diese Situation, dafür ist die Hanauer Stadtgesellschaft schon immer bekannt, ohne Panik, zusammenstehend und entschieden besonnen meistern. Bereits Anfang März haben wir einen Krisenstab gebildet, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Stadt eng mit weiteren Ämtern und Institutionen, auch aus Kreis, Land und Bund, in enger Absprache und Abstimmung denken und lenken, agieren und reagieren. Dabei geht es uns nicht nur darum, Verbote auszusprechen, sondern vor allem Hilfe zu organisieren. Für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, und für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir bemühen uns intensiv darum, dass Sie für alle Ihre Fragen zentrale Ansprechpartner bei der Stadt Hanau finden. Hanau steht zusammen, auch und gerade in dieser außergewöhnlichen Krise. Dazu gehört auch, dass Sie im Internet und in den sozialen Medien kursierende Meldungen immer auf Ihren Wahrheitsgehalt überprüfen sollten. So ist zum Beispiel die Lebensmittelversorgung gesichert. Es besteht kein Anlass für Hamsterkäufe. Wir haben viele direkte Maßnahmen für Sie ergriffen, um auf die besonderen Herausforderungen zu reagieren. Ich bitte Sie um Verständnis für die getroffenen, einschneidenden Maßnahmen. Sie sind aber notwendig. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Klaus Kaminski, bleiben Sie bitte gesund.